Ja, was gibt's so Besseres für ein Küchenmesser oder Outdoor-Küchenmesser? Das Böker Magnum Otto Cuisine. Schön rangenommen in der Küche. Nach einem Rezept à la Arthur Brehm. Alles zusammen. Oh. Brauche noch ein paar Kräuterlinge. Wunderbar, wunderbar. Kräuterlinge. Unverzichtbar in der Küche. Also, wollen wir die Schwelgerei hier lassen? No? Also, Outdoor Cuisine 3. Ich liebe die Serie. Oh, Olivenöl kann man auch schön einräumen ins Rosenholz. Was ist Rosenholz? Was das sonst? Griff ist von vorne bis hinten. Ja. Etwas mehr als 13,5. Die Klinge ist verwertbare Klinge. 11, 10,75. 10,75 Griff. Jetzt gerade eben nicht geguckt, dass das die Kamera einfängt. Ja, 13, Peng. Ja, also 13,7, 13,6 Klinge. 11,9. Oder? 11, ne, 10,9, 10,8. Wenn man so rechnet, über 12 hat man natürlich Pech. Schöner Liner Lock. Durchmesser 1,5. Ja. Wenn man so rechnet, 4,2. Ich glaube, 165 Gramm hat es auf die Waage gebracht. Rosenholz 440A. Was brauchst du mehr in der Outdoor-Küche als das da? Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Tja, mehr gibt es über das Messer nicht zu sagen. Ich habe ja schon die anderen zwei vorgestellt. Also ist ja da so eine etwas mehr als Dreierlinie. Es gibt ja auch noch andere. Heute ein vegetarischer Tag. Veganer Tag schon fast. Ein veganer Tag. Keine tierischen Produkte drin. Nö, doch, oder? Vegetarische Mühlenschnitzel. Was ist denn da nicht vegan drin? Trinkwasser, Weizenmehl, Soja, Weizen, Gluten, Rapsöl, Säure, Milchsäure. Okay, da haben wir es. Also, allklar. Okay. Haben wir es. Deshalb ist das vegetarisch und nicht vegan, sondern nur vegetarisch. Okay. Scheiß da drauf. Ab und zu mal brauche ich auch diese Tage. Danke fürs Zuschauen. Nur falls jemand sagt, ja, was ein schwelgerisches Video. Das Messer gehört mir, das habe ich gekauft. Ne? Nicht, dass jemand sagt, das habe ich gesponsert gekriegt. Nein, nein. Und wenn schon, es lasse es mir schmecken. Wunderbar. Dankeschön fürs Zuschauen. Das macht gut. Schwenkt gut. Tschüss und schwinge kräftig die Klinge. Bye, bye.